willkommen zum dieswöchigen Podcast der Moran Brothers. Mein Name ist Clemens Bowen. Und Kilian Bowen. Moin, moin. Moin. Ja, halt die Presse. Wir haben heute einen Gast da, der hat uns eventuell im besten Fall im Soundboard entdeckt. Das hat er unser Meisterwerk von letzter Woche oder unser Meisterkonzept von letzter Woche verkackt. Mit uns im Studio ist Lucky Luke. Applaus, Applaus. Ja, ja. Ja, schön, dass wir jetzt auch mal Gäste haben. Wenn wir nicht so bescheuert oder besser vorbereitet gewesen wären, hätte ich noch ein eigenes Mikro. Aber er wird uns mit einem Powerful. Ja, du wirst aber wirklich kriegen. Okay. Ja, sagen doch einfach mal Hallo Lu. Hallo. So. Also, ja. Er hat bloß Huhu geschrien. Ja, ja. Fangen wir mal an. Also der erste Shoutout geht an Alex Wunsch. Nicht, weil er irgendwas Besonderes geleistet hätte, sondern sag mal meinen Namen im Radio. Ich habe als Kind zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ja, und darum, hi Alex Wunsch. Ja, das Rating war rumgeschlagen. Ja, kennst du nicht. Kleine Story. Alex Wunsch hat mir bei meinem Job, über den ich nicht weiter reden werde, kennengelernt. Sehr ruhiger, angenehmer Typ aus Ratingen. Düsseldorf. Und dann sich bei Neu-Isendorf ist das. Es ist ein Psycho-Bee. Aber ein netter Psycho-Bee, der gar nicht assi ist. Jetzt was? Jetzt schon zwei. Luke und Alex Wunsch. Das ist wieder Turbo-Luke. Nein. Ein kleiner Penis. Da wären wir auch schon bei Thema 2. Also das Thema Penisse kommt noch, also schieben wir ein bisschen nach hinten raus. So groß sie auch sein mögen. Alles klar, das ist so klar. Ja, geh erstmal pissen. Womit wir heute an, womit wir weitermachen, also schauen wir mal, wenn wir uns gemacht haben, ist ja so spannend. Was wir heute trinken, Luke ist bei Bier, Kili ist bei Kaffee und ich gönne mir, weil es steht schon seit 2 Monaten, weil wir im Kühlschrank Bier bzw. Störtebäcker Atlantic Ale 5,1%. Das habe ich mir auch nur wegen dem geilen Glas geholt, das werde ich jetzt mal probieren. Und ich werde es nicht mehr machen, wenn ich rede, ich trinke und die meisten Leute kennen das. Genau, ich bin auch so. Viel dazu, was dazu ist, vielleicht später auf dem alkoholisches Getränk wechseln oder gleich schon weg. Also wenn der Kaffee leer ist, werde ich mir auch noch ein Bier gönnen. Cool. Also Getränk des Abends ist auf jeden Fall Bier. Cool. Ja. Dann sind wir Das ist okay, C. Mach einfach weiter. Das nimmt schon auf. Mach dir keine Sorgen. Ja, ja. Ansonsten machen wir es nochmal neu. Dann machen wir alles nochmal neu. Ja, wir fangen wie letzte Woche einfach mal an, was ist in letzter Woche passiert. Das ist in letzter Woche einfach mal heute an. Beziehungsweise ich hatte gestern einfach einen Arbeitstag, weswegen sich die Aufnahme von dem Podcast um den Tag verlängert hat. War auch ganz praktisch, weil Luke musste unbedingt gestern in den besten Film aller Zeiten ins Kino gehen. A Million Ways to Die in the West. Genau, mehr muss ich nicht sagen. Ohne Scheiß, der beschissenste Film, den ich seit langem gesehen habe. Und ich habe einige Filme in letzter Zeit gesehen, weil ich die ganze Woche nichts zu tun hatte. Und der war echt richtig, richtig scheiße. Ich meine, ich stehe auf Family Guy, American Dad, total geil. Aber die Filme von Seth MacFarlane sind scheiße. Also, da muss ich. Ted war auch scheiße. Da muss ich. Das Überflüssigste, was man dazu gemacht hat, war nochmal eine Extra-Version von Ted mit Berliner Akzent rauszubringen. Es gibt noch eine mit bayerischem. Also, Was ist überflüssiger? Alles. Der komplette also, Film darf ich mit Mark Wahlberg. Luke, ja, darf ich dich mal was fragen? Also, ich stehe. Daniel Lugo, and I believe in fitness. Also, Luke, darf ich dich mal was fragen? Also, nein. Ich stehe ja. Leg los! Willst du ich hab keinen Bock mehr, echt? Ich stehe ja unheimlich auf schlechte Filme. Also, die jetzt so ungewollt komisch sind. Wie zum Beispiel The Room. Zum Beispiel.
oder die halt wirklich schlecht gemacht sind, wie Titanic 2. Sucker Punch. Der ist okay, also der ist richtig scheiße, aber ich meine, die Action-Szenen sind geil, aber die Story dahinter halt richtig lahm. Aber sowas wie Titanic 2 oder Captain America, der alte. Ist das jetzt mit sowas vergleichbar, dass der halt, dass der die Story richtig dämlich ist, dass man sich den anschaut? Nee, die Story. Also die Story ist schlecht und von vorne bis hinten 100%ig durchschaubar. Dauert ungefähr 10 Minuten, dann weißt du ganz genau, was im Rest des Films passieren wird. Und die Witze sind dumm. Also nicht mal irgendwie Family Guy-Style dumm und lustig, sondern einfach nur dumm und schlecht. Die sind aber nicht witzig. Also man kann deinen Witz nicht besser beschreiben, als es ist nicht witzig. Wie oft kannst du über einen Film sagen, es ist nicht lustig, bevor es... Also es gibt schon ein paar Stellen, wo man mal lächeln muss, weil jeder darüber lacht, wenn jemandem in die Eier getreten wird. Aber im Endeffekt denkst du trotzdem, oh Mann, Alter, wenn ihr jetzt dazu greifen musstet, damit es lustig ist, der einzige Witz, der wirklich so ein bisschen Family Guy Niveau hatte, weil das Ding, wo er bei den Indianern war und einfach nur übelst auf Drogen war. Ja, ihr habt den Film nicht gesehen, aber... Ja gut, ja. Ich glaube, da habe ich auch nicht viel verpasst. Aber für diese eine Szene muss man den auch nicht reinziehen. Und das Krasse ist, ich habe nur über den Film gehört jetzt. Ja. Es ist wirklich so, der Film geht 2 Stunden und es ist einfach nur langweilig und das Ende hätte schon eine halbe Stunde früher sein können und... Also ich sag mal, ein Kumpel, mit dem ich da war, der ist zwischendurch rausgegangen und hat irgendwie sich jemandem noch den Weg zu einem Club gezeigt und hat mit dem noch 3 oder 4 Zigaretten geraucht und kam zurück und er hat eigentlich nichts verpasst. Und auch während der letzten 15 Minuten des Films war mein einziger Gedanke nicht, oh mein Gott, wie wird jetzt dieser Film ausgehen, was wird noch passieren? Wird der Bösewicht erwischt? Mein einziger Gedanke war, ist der Film bald zu Ende? Ich muss gerade hier und pissen, Alter. Ja. Weil ich mir ein paar Bierchen reingezogen habe. Das hat den Film aber auch nicht besser gemacht. Ja. Ja, also ja gut. Also ich schaue mir Filme unheimlich gern besoffen an. Das macht die tust alles um einiges besser. Gern besoffen. Vor allem, weil es dann schneller vorbei ist, weil du nach 20 Minuten dann schlafen gehen musst. Genau. Ja. So. Bei mir, was bei mir vorhin passiert ist, ich bin auf dem Weg von der Arbeit, über die ich nicht weiter reden möchte, hast mir im Fahrrad ordentlich auf die Fresse gehauen. Ja, jetzt... Du meinst nicht reden darfst. Nee, nicht das, sondern es ist einfach spannend. So. Und weil ich nicht drüber reden darf. Also, da kommt... Ich will mich gar nicht... Hat's denn wehgetan? Ja, aber nee, wehgetan hat's nicht, also in der Seele hat's wehgetan. Schade. Jetzt mein Fahrrad leicht... Dein Fahrrad ist kaputt? Kaputt ist es. Hören ja auf, an den Nippeln rumzuspielen. nee, es ist jetzt einfach das eine Pedal ist eingedellt und ich muss jetzt mal mit dem Hammer dran. Oh. Aber es hat doch was Positives, ich kann doch auf irgendwas mit dem Hammer draufhauen. Kommt ja, ganz dazu. Toll, See. Ja, nee, also, ja, ist nicht wirklich viel Spannendes letzte Woche passiert. Aber wir haben die Demokratie bei den Moran Brothers eingeführt. Doch, komm. Das war ein Witz. Hey, der war besser als jeglicher Witz bei American Total in the West. Es war ungefähr auf demselben Niveau wie dieser komplette Film. Aber ich sag mal so, das war doppelt Ironie. Weil was schon so viel ausholte, eine der lustigen Szenen, wo man mal lächeln musste, war, wie Liam Neeson eine Blume in den Hintern gesteckt worden ist. Das hört sich sehr toll an. Das ist ein guter Film. Aber dich lässt dieser Film einfach nicht los. Ich merke schon, es ist ein traumatisches Erlebnis gewesen. Ja, aber gut, ich habe auch nur 3 Euro Eintritt gezahlt. Von daher. Ja, okay. War das die 3 Euro, dafür, da hättest du dir 2 Bier verkaufen können. Ja, wäre wahrscheinlich besser verbracht da gewesen. Aber ich habe danach noch reichlich Bier getrunken. Alles klar. Ja, wie gesagt, Demokratie. Die Demokratie haben wir eingeführt. Wir haben mal gefragt,
ob irgendwelche Wunschthemen für den Podcast sind. Und beim Thema Wunschthemen hat Alex Wunsch sich gleich was gewünscht. Nicht, wir sollen mal über das neue Wieso-Album reden. Ja, ist gut. Kam vor zwei Wochen irgendwie raus. Man kann sich alles komplett auf YouTube anhören. Heißt, Punk gibt's nicht umsonst. Und ich muss sagen, ich habe mich mal wieder... Aber ist umsonst auf YouTube. Ja, genau. Finde ich gut. Ja, konkret durchgezogen, das Konzept. Ja, also, auf jeden Fall. Konkret. Nee, aber fand ich schön. Ich habe mich mal wieder wie ein 16-Jähriger gefühlt. Ist musikalisch, wie immer, für Punk oder für deutschen Punkrock musikalisch top. Also abwechslungsreich, technisch gut. Texte sind immer bissig und böse und auch witzig gleichzeitig. Zwei Songs sind mir besonders gut, gefallen mir besonders gut. Einmal Unpolitisch, was eher so eine Satire auf die ganzen Bands wie Kategorie C sind, die so ein bisschen Grauzone sind. Es gibt eine Band, die heißt Kategorie C? Ja. Das war so klar. Ja, das ist so die. Ich dachte immer nur, das wären einfach nur scheiß Klamotten. Nee, das sind von dieser Band. Das ist so, ja, die. Das ist, glaube ich, so quasi so ein bisschen die Hausband von BSC Dynamo oder BFC Dynamo. Aber da bin ich. Das würde mich jetzt nicht verwundern. Ja, aber das ist jetzt auch nur. Ich glaube, es mal gehört, sondern es ist jetzt keine sichere Info. Aber es. Ja, das ist so, ja, wir machen Hooligan-Rock und eigentlich sind wir rechts, aber wir sind politische Mitte und darüber wird sich so ein bisschen lustig gemacht an der Stelle. Ja, das ist ein ganz witziger Song, also man kann auch schön hören. Und dazu gibt's noch einen anderen Song auf dem Album, ganz klar gegen Nazis. Das ist immer eine wunderbare Anti-Nazi-Hymne. Also was muss auch auf jedem Punkrock-Album drauf sein, muss. Oder? Ich weiß aber nicht, ob irgendein Song über Alkohol mit drauf ist. Der Mann ist wahrscheinlich recht alt geworden mittlerweile. Also ich kann mich nicht erinnern, aber ich weiß nicht, ob Wieso irgendwann mal groß über Saufen gesungen haben, sondern eher so... Keine Ahnung, ich muss ehrlich zugeben, dass ich mich nie groß mit Wieso beschäftigt habe. Mach das mal. Ganz lustig. Also... Ich weiß nicht, ob ich da im Moment Lust drauf habe. Ja, ganz... Oh, scheiße, ich muss mir noch ein Ticket sichern, weil die Tourdaten sind da. Spielen im Oktober im Astra irgendwie. Machen wir ja dann. Kannst du da Ton machen? Nebenbei, Luke ist Tonmann, der in diversen Berliner Clubs... Jetzt übertreibt man nicht. Oh mein Gott, wie schüchtern! Das sollte man ja sehen, wie schüchtern Luke gerade schaut. So, ach nein! Luke, ab heute bist du nur noch gut genug, um eine Sendung wie diese hier zu mastern. Will, du hast keine Ahnung, wie viele Aufträge alleine diese Sendung jetzt bringen wird. Wie viele Zuhörer? Fünf? Aktuelle Zahl? Zweistellig beim letzten Mal. Echt gut. Ja, das liegt daran, dass ich nicht so oft abgespielt habe. Ja. Ja, ich meine, du hast ja auch runtergeladen und immer das. Ja. Hey, du, ich habe das auf meinem iPod drauf und wenn ich da rüber ansetze. Ja, es ist ein iPhone. Achso, ich dachte, du tanzt wirklich so mit dem iPod in der Hand. Klar, hier. Klar. Also auch vor einfachem Hintergrund in komplett schwarz. Und dann lasse ich meine langen, balden Haare schwingen und dann... Weißt du Bescheid, ne? Ja. Also so viel zu dem Wieso-Album. Ist empfehlenswert. Ich habe noch nicht großartig reingefallen. Die zwei Songs machen aber richtig Laune. Kann man sich mal reinziehen. Sascha Cordesmeier sagt, überrascht uns doch einfach. Nö, ist so anstrengend. Deswegen... Vielleicht kommt ja noch eine Überraschung. Vielleicht kommt eine Überraschung. Heißer Ofenkäse. Das Problem ist, woher wir wissen, was geplant ist und was Überraschung ist. Ja! Bam! Mein Fuck. Sebastian Horatz will was über heißen Ofenkäse wissen. Ich finde heißen Ofenkäse geil. Das ist geil. Ja. Geil. Auf jeden Fall. Wo wir gerade beim Thema Ofenkäse sind. Ja? Man muss nicht Ofenkäse kaufen. Man kann sich auch einfach irgendeinen Camembert nehmen. Und den so quasi... Französischen Weichkäse. Ja, Saint-Albrais ist da ganz gut. Saint-Albrais. Viel besser, du musst... Bei Lidl? Du kannst den Camembert... Du gehst in die Metro und dann kannst du richtig billig so Riesenpackungen von ganz, ganz vielen so kleinen Camemberts kaufen. Und die kannst dann halt in Eiern und... wie heißt das? Mehl? Ja, Mehl, so heißt das, ja. Panade vielleicht? Ja, Panade. Und dann schiebst du das in den Ofen oder in die Pfanne und richtig geil. Ja, also ich finde... Du musst nur eine Metro haben. Nein, du musst wirklich kein... Du Bescheid, kommst du mit. Also, dann kannst du auch einen 10 Liter Kanister Wodka kaufen. Ja.
für 20 Euro oder so. Da weißt du, wo die ganzen Happy Hour an der Warschauer Straße herkommen. Ja, also man muss nicht wirklich Ofenkäse kaufen, um den Geschmack von Ofenkäse herzukriegen. Man kann auch etwas günstigere Produkte nehmen, die denselben Geschmack haben. Von der Sennerei Boven, da gibt es einen guten Eichelkäse. Ja, die haben da Spezialzutat drin, die gibt es nur im Walsertal. Ja, ja. Siphysophalus. Das ist ein ganz besonderer Pilz. Ja. Das ist ein guter Pilz, der gedeiht bloß im Walsertal. Den muss man sich da holen, bevor man hier einen Eichelkäse produziert. Luke guckt schon ganz konfus. Also dazu. Ein leckerer Syphysophalus. Da kannst du immer reintunken und richtig schlemmen. Das ist so eine kleine Story aus der Region, in der wir aufgewachsen sind. Heimat bezeichne ich das bewusst nicht. Ja, das ist ein sehr guter Freund von mir, der einfach... ein paar Touristen erzählt hat, den besten Originalkäse im Allgäu. Das ist der Eichelkäse. Da ist der aus der richtigen guten Sennerei Boven. Da gibt's den... Die haben eine Spezialzutat drin. Den Siphysophalus. Also, so ein und das Geilste ist, dass die Touristen es wirklich geglaubt haben und danach gesucht haben. Oh, Kini, da fällt mir ein, wir wollten eigentlich noch, das haben wir uns gar nicht, das haben wir bei der Vorbereitung. Ich bin mal so mutig und gehe auf Kritik. Mach das, mach uns stolz. Das haben wir bei der Vorbereitung ganz vergessen, wir wollten ja heute noch das Spiel einführen. Was würde Markus tun? Wer Markus lag, das, oder was? Nein, das ist egal, das ist ein Spiel von uns. Das greifen wir aber später auf. Das greifen wir später auf und ich werde auch noch die Regeln erklären. Ja, und zwar... das war also zum Ofenkäse. Haben wir echt mehr rausgeholt als gedacht. Sondersendung zum Thema Religion, da gehen wir nachher noch drauf ein. Ja, du kannst nicht bei jedem Thema sagen, gehen wir nachher noch drauf ein. Was mich jetzt interessiert, wie schaut es mit dem Extra-Thema aus? Penisse. Ja, also Penisse, da können wir gleich auf die Religion wieder eingehen. Nein, wer wollte denn etwas über Penisse wissen? Ja, das wollte Olle Paul Melcher wissen. Der Paul Melcher nicht an. Will mehr über Penisse wissen. Okay. Paul Melcher, Mister, ist mir doch scheißegal, ob du dir einen Windows-Rechner holst. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht über Penisse. Ja. 27 Jahre Recherche. Paul, hast du... Luke, hast du das Desinfektionsmittel gefunden? Mein Urin ist klinisch rein. That's what she said. So. Tatsächlich ist im Normalzustand der menschliche Urin klinisch rein. Also Asche auch. Ja. Asche ist einfach verbrannte Zelle. Also, Asche in deinem Bier hast, dann... Das hört sich... Außer man hat was von dem Spezialkäse. Das hört sich wunderbar an. Da werden wir gleich mal reinschnuppern. Kiki wollte uns gerade etwas über Penis erzählen. Genau, nachdem C mich schon wieder unterbrochen hat, wollte ich gerade zu unserem Hauptthema zurückkehren. Penisse. Und zwar habe ich herausgefunden... Diese Information habe ich von bravo.de. Ganz kurz, bravo.de, eine Hochburg des investigativen Journalismus. Ja, und die wissen viel über Penisse. Insert gay joke here. Ja, also... ein Junge kann einen steifen Penis bekommen, auch wenn er eigentlich gerade keinen will. Oh. Kein Grund, sich lustig zu machen. Denn ihm ist es dann meistens super peinlich. Er hat Penis gesagt. Ist so peinlich. Guck mal. Da fängt ein Trailer von Dead Island 2. Also ich habe gerade mit meinen Fingern Pistolen gemacht, die auf meinen Penis gezeigt haben. Ja, das hast du sehr gut gemacht, Cedo. Du Trailer mit dem Jogger? Ja. Da sieht man ja am Anfang, wie er so lang joggt und dann halt schön auf sein Penis. Und es ist ihm egal, ob es bei der Frau ankommt. Er will es ja einfach zeigen, weil er läuft ja einfach weiter und sieht ja nicht mal, was er macht. Das ist
ist das ein richtig geiler Trailer. Ja, vor allem, was mich an dem Trailer fasziniert, ist an bei der einen Szene, ohne groß was zu spoilern, ich hau den Link dazu auch noch mit in die Kommentare von dem Post rein. Ja, passt zum Thema. Also wir könnten auch noch ein Porno mit reinposten, weil es hier um die Penisse geht. Ja, aber dann kriegst du einen Strike von YouTube. Ach so, stimmt. Ja, aber wobei, wenn es bloß ein Link ist? Ich glaube, die sind auch mit Links da. Ja, dann habt ihr mal versucht, jetzt einen Link zu einer Pornoseite im Facebook-Chat zu posten? Nee. Es geht nicht. Aber ich kann... Nein, ohne Scheiß, das geht nicht. Das heißt, du hast schon probiert. Was ich mal probiert. Ja, stimmt. Deswegen habe ich dann einfach das .com getrennt, damit derjenige... Ja, das war... Aber auch probiert, hat nicht funktioniert. Das ist komplett... Das ist ja echt blöd, wenn man irgendjemandem das neue Rammstein-Video posten will. Ja, richtig. Also, weil das war... Ich habe nur mal ein Porno-Video entdeckt. Das Anfang der 90er Jahre ist dann im Ohrwurmhaus. In einem Tonstudio. Aber lass mich mal kurz... Das befreit mich jetzt von so einer richtigen Urangst. Unabsichtlich auf diesen Pornoseiten auf Share zu klicken. Oh ja, oder die Angst hat aber auch jeder, oder? Ja. Wer kommt aus Versehen jemals? Oh, wer benutzt überhaupt auf Pornoseiten diesen Facebook-Share-Button? So. Wenn dann in Pinterest. Aber nicht den Facebook-Share-Button. Oder Google Plus, weil das ist doch sowieso so ein Nischending. Da treffen sich die ganzen Pederatzen. Ich hätte ganz gern gewusst, so eine Statistik darüber, wie oft diese Videos auf Facebook geteilt werden. Ja, okay. Und dann würde ich nochmal sagen, 90% da sind nicht mit Absicht passiert. Kleiner Aufruf an unsere Hörer an der Stelle. Sucht für Luke diese Statistik raus. Ja. Wenn sie mir zeigen kann, sehr gerne. Aber Pornhub, eigentlich müssen wir die mal fragen. Die stellen doch ständig Statistiken online. Ja. Darüber, irgendwie wer während des Super Bowls wie viel Pornos geschaut hat. Da setzen wir uns mal ran, vielleicht kriegen wir Pornhub als Sponsor. Auf jeden Fall, dann können wir mit dem anschreiben. Ja. Also ich will auf jeden Fall diese Statistik haben, wie oft dieser Share-Button benutzt. Ja. Ja. Also, um nochmal aufs Thema zurückzukommen. Penisse. Aber das, mal ganz kurz nebenbei, das heißt, man müsste auf Pornhub... haben wir überhaupt ein Impressum? Ich habe nie aktiv danach gesucht. Eine Webseite muss laut Gesetzen ein Impressum haben, das du innerhalb von 2 Klicks finden kannst. Ja, also das ist gesetzlich so geregelt. Und da Pornhub auch komplett legal ist oder wie sie sich präsentieren, also Pornhub, vor allem von der Werbekampagne, die ich genial fand, die letztens kam, zeigt, Porno ist endlich im Mainstream angekommen. Was auch passiert ist, weil... Das heißt endlich. Ja, ne, beziehungsweise ich sag's mal so. Es hat bloß, ich bin war mit, schon immer Mainstream, es hat bloß nie jemand zugegeben. Ich bin mit einem Arbeitskollege beziehungsweise Chef von mir, mit dem ich auf Facebook befreundet bin, ich sehe letztens, er liked eine bestimmte Pornodarstellung und ich finde ich cool. Mein Chef liked auf Facebook Pornodarstellerin. Sein Zitat dazu, Porno ist mittlerweile im Mainstream angekommen. Wer das nicht akzeptieren kann, kann mich gerne aus seiner Freundesliste löschen. Doch, schön. Ich habe aber auch bei Freunden auf Facebook gesehen, dass sie Pornodarstellerin geliked haben und dann immer kommentieren, Fotos und so, wo ich mir denke, Cem. Das war auch so eine richtig hässliche Ossi-Tussi, Alter. Also nichts gegen Ossis, aber... Und du bist ja selber, ihr wisst, was ich meine. Du bist ja selber eine hässliche Ossi-Tussi. Auf jeden Fall. Tief in meinem Herzen irgendwo bin ich ja eine Ossi-Tussi. Ja. Aber Luke, die hallische Schabracke. Wow. Da kommen Sachen raus, die du nicht wissen. Wenn du nicht willst, das ist... Egal. Du warst jung und brauchst... Also ich habe gerade nachgeschaut, bei Pornhub.com kann man ein Content-Partner werden. Das ist cool. Ja. Ja. Ja, aber Content-Partner ist da, glaube ich, einfach nur, dass du Sachen hochladen kannst. Witzigerweise, kleine Side-Note, wir scheißen jetzt mal auf unsere WM-Ergebnisse aber an, beziehungsweise die Feindpropaganda hat ja rausgehauen, dass Deutschland angeblich Brasilien geschlagen hat, 7:1, und jetzt hat Pornhub wirklich einen offiziellen Aufruf rausgehauen, es sollen keine Videos mehr von den Toren hochgeladen werden mit deutscher vergewaltigt Brasilianerin. Das ist kein Scheiß, das ist eine offizielle Info. Das haben die Leute gemacht. Ja, ja. Aber da muss ich sagen, Respekt auf die geile Idee, ja, ich will gekommen. Ja, also was ich auch mal gesehen habe. Aber das hat. Warte mal kurz, sorry.
Es hat auch mal ein Typ bei Pornhub ein Video hochgeladen mit Hot Red Hat Never Gives Up. Rat mal, was das für ein Video war. Fucking Rick Astley. Aber ich würde auch... MC, die Zuhörer wissen nicht, wer Rick Astley ist. Sekunde. Wenige von denen zumindest. Ich weiß auch, auf jeden Fall. Sehr wenige. Als das Spiel gerade lief, da war ich gerade am Zocken mit ein paar Kumpels und dann angeschaut und mein Kommentar war dazu, eigentlich muss der Brasilianer dann so einen 10-Euro-Schein hinlegen und sagen, ja, für die Pille danach. MC, ja. Kannst du es bitte ausmachen? Ja, ja, wir reden ja drüber, deswegen sollte es ja eigentlich soweit legal sein. Als Zitat? Ja, also das ist... Andererseits ist halt beziehungsweise googelt einfach mal Rick Astley und ihr wisst Bescheid. Also. Aber YouTube hat trotzdem, haben die Algorithmen, die das sofort rausfiltern. Wirklich? Die hören die Melodie und Trump Strike. Scheiße. Na gut, ich kann ja einen haben. Also. Ja, ich meine, muss man drüber hören. Wenn man drüber labert, dann vielleicht würde ich... Ich glaube, 3 Strikes darfst du auf YouTube insgesamt haben. Ja, ist wie Baseball. Langweilig. Ja. Ami-Scheiß, Alter. Ja. So, nächstes Thema. Ja. Penisse wären, glaube ich, abgehakt damit. Ja, Penisse sind bis jetzt... Es sei denn, ich soll noch was erzählen. Also, nee, ich hätte noch eine wichtige Information über Penisse. Oh, erzähl uns was, was wir alle noch nicht wussten. Okay, jeder Penis hat beim Sex eine Belastungsgrenze. Deshalb. Das sage ich beim Gericht. Deshalb. Ja. Erzähl weiter. Deshalb hat jeder Junge einen gewissen Punkt der Erregung, an dem er seinen Samenerguss nicht mehr zurückhalten kann. Und das ist für Jungen manchmal schwer zu steuern. Ja. Eine verständnisvolle Reaktion auf einen unerwartet frühen Samenerguss wird dem Jungen guttun. Ich kann dem Thema keinerlei Empathie entgegenbringen. Denn Vorwürfe... Loser. Und selbst wenn, dann wird er danach weitergemacht. Denn Vorwürfe führen oft dazu, dass das Junge sich beim Sex total Stress macht und nicht selten noch schneller zum Orgasmus kommt. Besser ist es, durch viel gemeinsame Erfahrung herauszufinden, mit welchen Bewegungen ihr Sex länger genießen könnt. Ja. Ja. Steam Hammer. Nein, Dirty Sanchez. Ja. Ja, wir packen noch eine Beschreibung von Dirty Sanchez in die. Googelt das einfach. Nein, das packen wir mit rein. Wenn ihr schon mal dabei seid, googelt bitte mal Voltaire's Angry Glove. Nicht mehr dazu. Wenn ihr eine wirkliche Herausforderung haben wollt, dann fordere ich euch dazu heraus, etwas nicht zu googeln. Ja. Und glaubt mir, ihr werdet froh sein, wenn ihr es nicht googelt. Weil dann könnt ihr endlich Bing benutzen. Nein, Bildersuche. Blue Waffle. Ja, schon mal von gehört, ja. Ja. Yeah. Ich fordere euch heraus, das nicht zu sehen. Ja, und wie wollen wir das kontrollieren? Nee, Google, scheiß drauf. Vergesst, was er gerade gehört hat, ich schneide sowieso raus. Das machst du eh nicht, du bist zu faul. Ja. Das Ding ist, wenn das jetzt wirklich suchen würdest, dann müsste ich so nicht mehr einkriegen. Scheiße. Der macht sicher. Nein, C, mach das später. So, was ist das nächste Thema? Wir sind mit Penisse durch. Ja. Wir sind mit ja, weißt du, wie viel Zeit ich auf 4chan verbracht habe? Das ist nix. Na, jedenfalls nichtsdestotrotz, googelt bitte mal Voltaire's Angry Glove. Nein, googelt niemals Voltaire's Angry Glove. Nächstes Thema war, beziehungsweise das letzte, und da sind wir auch gerade bei der Umsetzung. Es hat Luke selber gesagt, mehr Bier, wir sind gerade stark bei der Umsetzung des Ganzen. Und damit kommen wir zu dem Wunschthema von Roni. Religion, ja. Ja. Bin ich nicht so der Fan von. Ja, ich denke, es gibt nur einen Gott. Mich. Nein. Um jetzt wirklich bei Religion ernsthaft zu sein,
Der Gott ist... Ja gut, das ist schwer zu sagen. Also, es ist wirklich... Tot. Nein, nein, es ist wirklich ein... Ein, der beste Film ein sehr krasses Thema. Wenn es... Also, wenn es einen Schöpfer gibt oder sowas. Also gut, das bezweifle ich erstmal. Rein es gibt, hypothetisch. Ist, rein hypothetisch. Wenn es einen Schöpfer gibt, der Red Bull trinkt. Rein hypothetisch. Ja, nee. Niemals. Nein, ich glaube nicht, dass es ein Wesen ist, das uns erschaffen hat, sondern wirklich einfach die Gemeinschaft an sich als Gesamtes quasi der Herrscher ist. Oder ich sag Gott. Ja. Es ist so wie... Man sollte es weniger LSD nehmen. Nein, nein, es ist so wie eine... Wie ein Ameisenhaufen. Dein Lieblingsthema. Nein, aber es ist wirklich so. So kann ich es am besten beschreiben. Ich kann auch genau sagen, wo du den Ameisenhaufen finden wirst. Es... Nein, es ist so wie ein Ameisenhaufen. Alles arbeitet zusammen. Alleine funktioniert nichts. Ja. Genauso ist es mit dem ganzen Universum. Alles arbeitet zusammen. Du hast gerade perfekt den Kommunismus beschrieben. Ja, trotzdem. Wenn er funktionieren würde. Wenn er würde, ja. Ja, aber egal. Alles arbeitet zusammen. Mhm. Ich glaube nicht, dass da eine höhere Intelligenz dahinter steckt, die das Ganze erschaffen hat. Es ist einfach so entstanden. Ja. Und es funktioniert so. Also, und es gibt kein Wesen, das erstellt hat oder gesteuert hat. Einfach der Gott ist einfach alles zusammen, wie es zusammenspielt. Und nicht, dass es irgendein Wesen gibt, das man anbeten muss, dass das Ganze steuert oder dass hier einzelne Personen dann segnet oder Wunderheilungen macht. Es ist wirklich die Zusammenarbeit zwischen allem, es funktioniert zusammen. Aber hast du dich mal mit Buddhismus beschäftigt? Nein. Solltest du tun. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das die Idee des Buddhismus ist. Aber es geht in eine sehr, sehr ähnliche Richtung. Weil im Buddhismus gibt es auch keinen Gott an sich. Und das ja, Buddhismus ist ja eher eine Philosophie, denn eine Religion. Ja, richtig. Also ich bin ein großer Freund des Buddhismus. Nicht, weil ich daran denke, es gibt ja im Buddhismus auch Dämonen und sowas. Daran glaube ich nicht. Aber ich finde so die Ideen und die Philosophie des Buddhismus einfach unglaublich gut. Auch so dieses, wo es auch darum geht, miteinander zu leben, Respekt voreinander zu haben. Und ist dass Dinge einfach nur funktionieren, wenn sie gemeinsam funktionieren. Oh, da schreibt mich jemand auf Facebook an. Ja, also, Luke, halt die Fresse. da bin ich einer ganz ähnlichen Meinung, ehrlich gesagt. Nämlich, ich glaube auch an eine höhere Macht, aber an keine wirkliche gesteuert. Und einfach, weil man es nicht besser ausdrücken kann, halte ich die... denke ich, dass da in der Hierarchie die Physik sozusagen die nicht steuernde, sondern einfach die bestimmende Macht ist. Weil egal in welcher Naturwissenschaft du bist, die Regeln der Physik bestimmen alles, was darunter passiert. Ohne die Regeln der Physik hättest du nicht die Biologie etc., zumindest meines Laienwissens nach. Ich bin grauenhaft in Physik gewesen, aber das ist mein Verständnis des Ganzen. Nichtsdestotrotz halte ich für jetzt ein Wesen, das irgendwie dahinter steht, für eine doofe Idee. Religion selber als solches halte ich für obsolet im 21. Jahrhundert als solches. War eine ganz interessante oder ganz gute Sache in der Bronzezeit vielleicht, wenn man Menschen gebraucht hat oder wenn man für Menschen Regeln aufgestellt hat, damit die sich auch wirklich dran halten. Ne? Mittlerweile sind wir eigentlich als Spezies von der Mentalität einfach zu weit vorangeschritten. Oder was heißt jetzt zu weit? Noch nicht weit genug vorangeschritten, aber wir sind so weit vorangeschritten, dass wir keinen Gott als Moralkodex oder kein Regelwerk mehr in der Form brauchen, weil wir unsere Regeln selber bestimmen und selber an die halten können. Also schon, man braucht schon einen Moralkodex, in Anführungsstrichen. Kodex, aber den kriegst du. Man den braucht kriegst du, Ideen und Moral sind wichtig für die Gesellschaft. Ja klar, aber du brauchst halt nicht mehr die Idee. Da ist ein göttliches Wesen, das uns genau, das diktiert. Genau, ja. Beziehungsweise du brauchst auch keine Religion, um eine Moral zu haben. Weil wenn das der Fall wäre, dann wäre die Menschheit, sagen wir mal, 5000 Jahre, bis Gott sich mal entschlossen hat, im ungebildetsten Part der Welt, nämlich dort, wo ein paar Ziegenhirten sind, nicht in China oder
oder in Asien, wo die Leute schon lesen, schreiben konnten, Kompass entwickelt und so weiter hatten, sondern in dem Part, wo die meisten Leute nicht lesen und schreiben können, wo er dann auftaucht und sagt, hey, hier sind 10 Gebote. Stell dir mal vor, in der Zeit, wie haben die Leute dann überlebt, wenn keine Moral da gewesen wäre, weil du die durch die Bibel brauchst? Das ist Bullshit. Witzigerweise gibt es mittlerweile sogar ein Enzym, das Moral, oder wurde herausgefunden, dass es ein Enzym gibt, das dafür vorhanden ist, um bestimmte Chemikalien, weil in deinem Gehirn ist ja nichts anderes. Emotionen sind ja einfach nur Chemikalien, die in deinem Gehirn austreten. Sprich, es gibt ein bestimmtes Enzym, das sogar Empathie, sprich auf Moralist oder halt auch den, was ja eigentlich die treibende Kraft hinter der Moral ist eigentlich, welches dieses sozusagen fördert. Sprich, du brauchst nicht mal Religion, um irgendwie moralistisch zu sein. Es ist leider so ein Stigma, das dem Atheismus, sage ich mal, anhaftet. So viel zum Thema Religion von Hast mir. Du dir verdient? Ja, endlich die Kekse. Fuck yeah. Kekse mit Bier. Ja, habt ihr sonst noch was zur Religion zu sagen? Oder? Ja. Schieß los. Zum Thema Religion habe ich ein wunderschönes Buch gefunden. Es heißt Gott bewahre von John Niven. Oh ja, das ist ganz gut. Das ist ein sehr geiles Buch. Das ist wirklich empfehlenswert. Gibt es auch als Hörbuch bei Audible. Audible.com. Clever lesen. Oh, ich hasse es. Es gibt häufig so beschissene Hörbücher bei Audible. Ja, ich habe auch vieles Gutes gehört, aber auch vieles, was echt richtig schlecht produziert war. Aber ja, so viel nebenbei Berufskrankheit. Na, aber ich glaube, es liegt auch mit daran, dass die meisten Hörbücher bei Audible einfach auf MP3 runtergepackt werden, oder? Nee, das hat auch so generell, dass so schlecht geschnitten sind, teilweise noch Fehler rein, nicht rausgeschnitten worden. Weißt du, was der Tonmann hätte machen müssen? Schneller rechts, schneller links, dann kann er richtig lesen. Na, darüber wollen wir gar nicht reden. Ja, aber um jetzt... Erzähl's mal zu Ende, sonst höre ich nicht mal. Ganz genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich wollte noch auf das Buch zurückkommen. Ich wollte immer noch auf das Buch zurückkommen. John Niven, Gott bewahre. Darin geht es nämlich darum, dass es der Menschheit richtig schlecht geht. Also so wie es jetzt ist. Und also es ist mit den christlichen Extremisten in Amerika... Mhm. wirklich im Bach runtergeht, mit und der das? Ganzen Welt sieht scheiße aus, Kapitalismus und so weiter. Und das Gott in der Renaissance zum Angeln genau, gegangen ist. Genau, Gott ist im Urlaub, war jetzt 400 Jahre nicht da und jetzt Jesus soll ihn eigentlich vertreten im Himmel, aber Jesus sitzt im Himmel mit Jimi Hendrix und sie kiffen zusammen und spielen Gitarre. Und darum schickt Gott Jesus wieder auf die Erde. Ja, Gott ist übrigens extrem sauer, dass die Menschen das Gras verboten haben. Ja, ja. Wir schenken euch so eine geile Pflanze und dann verbietet ihr das. Ratet mal, von wem das Dope gekommen ist. Von Gott. Ja, und... Als Holländer sind sehr gottesfürchtige Menschen. Ja. Ja, das ist der Herr und die Himmels, ja. Mit der Kopfsackage und der Haschbraun. Also auf jeden Fall schickt Gott Jesus wieder auf die Erde. Und Jesus muss die Erde wieder auf Moralkurs bringen. Es ist wirklich sehr lustig, dieses Buch. Kann ich bloß empfehlen. Auch wie wie Gott mit Mohammed redet und sie ein Pläuschchen halten. Oder wie sie mal in die Hölle fahren und dort mit dem Teufel labern. Und der Teufel bedankt sich bei ihm. Ja, das hättet ihr gar nicht besser machen können für uns, wer alles in die Hölle kommt und so weiter. Und die Bestrafungen, genial. Ja, unterm Strich, holt euch das Buch, macht euch einen eigenen Eindruck. Gutes Ding. Wir packen noch, ich schicke dir noch einen Link, den kannst du in die Beschreibung mit reinpacken. Das ist eine Leseprobe. Von audible.com? Nein. Ist nicht von Audible, ist von der anderen Seite mit Kritik dazu und Beschreibung und kurze Leseprobe vom ersten Kapitel, alles was schon klar. Sehr amüsant ist. Ja, ist gutes Ding. Wow, wir haben eine Buchbesprechung gemacht. Wir können jetzt endlich bei Arte uns bewerben. Ja, das ist ja eine Religion, da gibt's wieder, wo wir beim Thema Religion sind. Wir haben ja letzte Woche über den Kampfmönch von
den Kampfmönch von Rottweil gesprochen. Er wurde endlich gefunden. Das war... Der Kampf... Das war auch einfach hier so ein Cosplayer, oder? Ja. Das auch... So, vor allem so, ich habe den Artikel gesehen und habe das Bild gesehen und mir gedacht, das ist doch der Typ von Assassin's Creed und ich habe nicht mal Assassin's... Ich habe keinen einzigen Assassin's Creed Teil gespielt. Do it. Trotzdem habe ich es gesehen. Ja, nee, Und er kann... Ja, liebe Spiegelreduktion, ihr seid... Ihr braucht mehr Nerds. Das ist... der Mann gab an... Also das Beste ist, er hat jetzt seine Verkleidung der Polizei abgegeben. Was kann er denn ernsthaft? Will ich nicht machen. Weil, hast du ja letzte Woche schon gesagt, es ist nichts strafbar daran. Warum soll er das abgeben? Er kann ja rumlaufen, wie er will. Solange er nicht den Leuten in sein Schwanz ins Gesicht drückt. Also wenn da jetzt nicht wirklich irgendwelche Waffen drin sind, wie in einem Spiel, dann sehe ich da auch nichts Verwerfliches dran. Außer es sind... Laubwaffen irgendwie so mit Schaumstoff, ist das? Ja, die gibt's, die sind auch ziemlich geil. Ja, keine Habe, soll kein Ding, sind ja keine Waffen. Ja, ich meine, wenn keine Waffen drin sind, ja. Warum soll man das abgeben? Ich meine, an Fasching gehe ich auch raus, wie ich will, oder Halloween. Ich gehe jeden Tag raus, als ob Halloween wäre. Das kann ich bestätigen. Das kann Apropos, du hättest dich heute nicht so schminken müssen, du. Das sieht echt ekelhaft aus. Weißt du nicht, dass der Ja, Make-up ist nichts anderes als Kriegsbemalung. nee, aber das Allerbeste daran ist, ich denke mir gerade, was für Konsequenzen hat das Ganze für die zwei Typen in Rottweil, die Laper sind? Also Live-Action-Roleplay, die Leute, die sich als Ritter verkleiden im Wald gehen. Ich bin am Überlegen, wie ich dieser große Mythodea-Erfahrung. Was zur Hölle ist Mythodea? Also das ist so ein Riesenlarpe, dass tausende Menschen da sind. Musst du mal schauen. Und du gehst als der hässliche Gnome, oder? Ich hätte die Option, da zu arbeiten. Ach so. Als Helfer nur irgendwie. Es gibt ja eine ganze Menge Helfer. Ich arbeite, jemanden kennengelernt, der irgendwie so ein bisschen da bei der Organisation mithilft. Wäre halt mehr so Hobby und Freizeit, nicht wirklich... Arbeiten. Aber also schon arbeiten, aber weißt du, was der Joker dazu sagen würde? If you're really good at something, never do it for free. Dafür müsstest du aber wirklich gut dabei sein. Nee, es geht ja eher um solche Sachen wie Bierkästen schleppen oder so ein Scheiß. Es geht auch gar nicht darum. Darin bist du nicht gut. Klar, ich bin in allem gut, aber es geht gar nicht darum, irgendwie, ob ich jetzt arbeiten zu wollen oder Geld verdienen zu wollen. Einfach, dass ich mal dabei bin, dass ich. Weil ich wollte schon immer mal auf den LARP gehen, weil irgendwie finde ich nicht die richtigen Leute mitzugehen. So, weil da musst du halt schon ein bisschen mehr durchziehen. Du musst so in die Szene mit rein eingeführt werden. Er hat eingeführt gesagt. Ja. also damit, das hätten wir auch nochmal. So, was ich jetzt auch nochmal Lustiges gefunden habe. Und zwar eine kurze Schlagzeile. Mann ruft Polizei wegen Ruhestörung, wird selbst verhaftet. C. Wir sind trotzdem noch nicht mit dem Rottweil-Thema durch. Was ist jetzt mit dem Typ passiert? Das hat nichts Strafbares gemacht. Die Polizei hat von Anfang gesagt, das ist wahrscheinlich nur so ein Cosplayer. Tut niemandem was. Ja, aber trotzdem, wieso hat er das abgegeben, sein Kostüm? Ja, keine Ahnung. Musste er es, oder? Nee, ich glaube, das hat er freiwillig gemacht, einfach so, so zu signalisieren, hey Leute, ich bin keine Bedrohung, nehmt's mir nicht übel. 25 Jahre. Aber du musst halt. Dann würde ich an der Stelle würde ich sagen, leck meine Demokraten da auf, können mich gar nicht mehr. Ja, ich glaube, es war eher so Rottweil, 25.000 Einwohner. Das Einzige, wofür Rottweil bekannt ist, sind die Hunde. Oh, ja. Das sind so tolle Hunde. Also, wenn ich mir von meinen Lebensumständen her leisten könnte, einen Hund zu halten, würde ich mir einen Rottweiler halten. Ja. Wer würde gewinnen, deine Schlange oder der Hund? Aha. Wer würde gewinnen, deine Schlange oder der Hund? In dem Fall natürlich der Hund, aber... So sicher? Komm, da liegt ein Rottweiler zu, wir probieren es aus, das will ich sehen. Aber, YouTube-Link gibt es auch noch dazu. YouTube-Video, Schlange gegen Rottweiler. Nein, Quatsch. So tolle Hunde, also unglaublich lieb auch. Und einfach so hübsch und stachelig. Einfach tolle Tiere. Hast du jetzt einen Ständer? Nee. Okay. Aber er hatte gerade kurz Angst. So. Wie nennt man das nochmal, wenn man es mit Tieren treibt? Zoophilie? Ja, genau, ja. Ja.
Alles klar, Luke. Alter. So, nächstes Thema. Nein. Ja, Mann ruft Polizei wegen Ruhestörung, wird selbst verhaftet. Klassischer Fall von dumm gelaufen. Ein Mann aus Olpe rief am Wochenende die Polizei, da seine Nachbarn zu laut waren. Die Sache ging für den 31-Jährigen wohl allerdings anders aus als gehofft. Die Beamten sorgten nicht nur für Ruhe, sondern nahmen den Anrufer gleich mit und er verbrachte den Rest der Nacht in einer Zelle. Der Ruhegestörte hatte nicht bedacht, dass er selbst gesuchter Täter ist und die Polizisten seine Personalien überprüfen könnten. Da kommen wir gleich zu unserem das war unser Rechtsratgeber. Leute, wenn ihr einen offenen Haftbefehl habt, beschwert euch nicht, weil die Nachbarn zu laut sind. Wie dumm kann man sein, Alter? Oh Mann, der war gut. Das ist ja noch besser als bei Facebook einloggen. Ja, das ist eigentlich genau das, was ich gerade vorgelesen habe. Also hey, das ist noch besser als mit dem Facebook. Ja. Der ruft direkt die Polizei an. Ja, vielleicht, wenn er clever ist, sagt er, ja, ich wollte mich stellen. Ja, damit sind wir eigentlich durch unsere Themen durch. Filmbesprechung. Kilis Baby, so ein bisschen. Was, Filmbesprechung? Ja, Filmbesprechung. Also, hast du dir die Doku von letzter Woche angeguckt? Nein. Natürlich nicht. Es ist kein Film. Wir haben ja auch ausgemacht, ich schaue nur an, wenn es auch ein Film ist. Okay. Doku, nein, danke. ich habe mir einen Film ausgesucht, den fand ich wieder, ach, der genial. Allerdings habe ich mir auch gedacht, mir ist eine geile Serie in den Sinn gekommen. Immortal, der Unsterbliche. Oh! Lorenzo Lamas! Motherfucking Lorenzo Lamas. Eine sehr, sehr scheiß Serie. Eine Serie ist kein Film. Es ist eine sehr scheiß Serie. Eine Serie ist kein Film. Ja, es ist eine Serie. Eine sehr, sehr... Es ist eine Serie. Nein, es gibt eine... Doch, es gibt... Das ist aber Highlander. Achso. Immortal ist einfach ein ganz, ganz schlechter Highlander-Abklatsch. Genau. Ist eine Serie. Musst du dir anschauen, Luke. Ja, das ist so die typische RTL 2, 23 Uhr Donnerstagsserie. Darum werde ich diese Serie auch nicht besprechen. Ich habe mir nämlich einen Film ausgesucht, ich wollte die Serie bloß erwähnen. Können wir jede Woche erwähnen eigentlich. Also wir müssen es den Leuten reinhämmern. Genial. Wir müssen eine dritte Staffel von Immortal verlangen. Ja, ich weiß nicht, warum das Ding zwei Staffeln hat, aber gut. Hat's überhaupt zwei? Ich glaube nicht, aber es ist auch nicht so wichtig. Egal, wir müssen eine dritte Staffel verlangen. Mein eigentlicher Film ist Schnapp Shorty. Oh, nice. Ja. John Travolta. So weird. Warte mal, ich hatte mir irgendwo was vorbereitet, wo ich was drüber erzählte. Weh, du machst jetzt Night Fever an. Nein. Night Fever. Nee, nicht singen, sonst werden wir geflaggt. Nein, also... Ich setze 10 Euro auf den Golden Retriever. Schnapp Shorty ist ein Film, der über einen Kredithai geht, der aus seinem Geschäft aussteigen will. Und er ist totaler Cineast. Genau. Er will ins Filmbusiness einsteigen. Also man muss dazu sagen, er ist so ein bisschen das Internet, bevor es das Internet gab, so. Kann man so sagen? Weil vor dem Internet gab es ja niemanden, der sich über Filme unterhalten hat. Das war, egal, red weiter. Ja, also er ist totaler Filmfan und er geht nach Hollywood, um eigentlich einen Job auszuführen und muss da, glaube ich, einen Produzenten Kredite von dem einfordern. Mhm. Aber wenn er gerade da ist, denkt er sich, machen wir doch einen Film. Und Danny DeVito. Ja, Danny DeVito spielt auch mit. Einfach genial, der Film. Also, es wird viel geflucht. Es wird viel Scheiße gelabert. Und macht Laune, ihn anzuschauen. Ich glaube, das ist sogar ein Rob Reiner-Film, aber ich bin mir nicht so sicher. Gibt's leider nicht auf YouTube. Ich habe schon geschaut. Ja. Nee, aber... den Trailer packen wir natürlich mit rein. Super Double Feature auch, also Filme, die man sich super zusammen angucken kann. Den und zusammen mit Bowfingers Number. Oder mit Bowfingers große Nummer.
Die passen gut zusammen, die zwei Filme. Den hätte ich nächste Woche genommen, Bowfingers große Nummer. Ja, aber können wir. Ja, dann hören, wartet einfach nächste Woche. Das ist ein geiler Cliffhanger jetzt gerade, dass die sich die Leute das nächste Woche anhören, damit ihr was über Bowfingers große Nummer feiert. Ihr könnt euch aber auch einfach die Filme angucken und dann sagen, dass wir nur Scheiße über den Film geredet haben. Nee, also was ich die Woche dabei habe, einfach weil am 20. Juli, also in 10 Tagen, übernächste Woche so, kommt ein Film, ein Animationsfilm für Kinder eigentlich, den ich mir im Kino angucken werde. Ich habe den ersten Teil davon leider nur nicht im Kino gesehen, nicht in 3D, aber bei dem will ich ihn unbedingt in 3D sehen. Hab auch bis jetzt noch Gutes über das Sequel gehört, nämlich How to Train Your Dragon, im deutschen Drachenzähm leicht gemacht. Hat das was mit Digimon zu tun oder Pokémon? Nein. Nein? Okay. Überhaupt nicht. Also es geht eigentlich um das ist ganz geil, ich habe den ersten Teil gesehen, ich fand den cool. Ja, der ist auch, also ganz echt, da passt alles. Die Charaktere sind gut ausgearbeitet, die Charaktere sind realistisch, die Beziehungen zwischen den Charakteren sind realistisch für die Rahmenhandlung oder für das Setting selber, weil du. Natürlich wissen wir alle, dass das nicht so realistisch ist, wie es ist. Nee, aber, ja, klar, es ist halt für einen Kinderfilm überzeichnet. Ja, aber und ich mag die Vater-Sohn-Beziehung bei dem Ganzen, die ist super cool. Die Synchronsprecher sind alle großartig ausgesucht. Ich kenne es halt nur im Englischen. Vor allem Jared Butler als der Vater ist großartig. Und Craig Ferguson ist sowieso großartig in allem, was er macht. Der spielt den Typ mit den Armen, die ausgewechselt sind. Es geht eigentlich um eine Wikinger-Sippe oder einfach ein Wikinger-Dorf, das regelmäßig von Drachen angegriffen wird, die sich gegen die Drachen wehren. Und Drachen sind böse und grauenhaft. Und unser Protagonist in dem Film ist der Sohn des Häuptlings. Und im Gegensatz zum Häuptlichen ist er klein oder ist er eher schmächtig und nicht wirklich der Krieger. Aber was er machen kann, er ist gut in Sachen Erfindung. Und eines Abends schießt er halt einen legendären Drachen ab, den eigentlich niemand gesehen hat. Und im Laufe des Films, und ich denke, da spoilere ich nicht viel, findet er den Drachen, untersucht ihn halt und da findet sich eine Beziehung. Und es gibt halt auch so, oder es bildet sich eine Beziehung und es gibt, was den Film wirklich großartig macht, und das hat DreamWorks wirklich drauf in ihrer Animation. Wenn die fliegen, du hast wirklich das Gefühl, dass du da mit drauf sitzen wirst, dass du da mitfliegen wirst, und deswegen kann ich kaum erwarten, den zweiten Teil im Kino in 3D zu sehen, und das wird großartig. Und das Ganze auf Gras. Nee. Dann kannst du fliegen. Nein. Ich doch nicht. Nein, ich würde niemals irgendwelche illegalen Substanzen einnehmen. Niemals. Andere Frage, Shane. Ich bin auch nicht der Advokat davon. Das können. Ja. Ich habe eine Frage. Also du hast letzte Woche gesagt, ein Film ist dann ein Film, wenn man ihn mit einer Kamera aufgenommen hat. Nein, wie würdest du das jetzt bezeichnen? Nein, da hast du mich falsch verstanden. Ein Film ist ein Film, wenn du aufeinander folgende Bilder hast. Mhm, du hast aber gesagt, mit einer Kamera aufgenommen. Nein. Doch. Nein. Hast du? Nein. Hast du? Die Definition von einem Film ist. Animationsfilme sind mit einer Kamera aufgenommen, mit einer virtuellen Kamera. Das ist ein gutes Look Argument. Das ist ein gutes Argument. Danke, wir brauchen dich immer hier. Nee, kann ich empfehlen, der Film ist einfach nur gut. Und nach dem, was ich gehört habe, der zweite Teil ist genauso gut. Von dem her, da freue ich mich drauf. Luke, hast du einen Film? Ja, du hast heute schon genug über den Film geredet. Luke hat seine Filmreview heute schon gemacht. Luke hat heute genug über Filme geredet. Mal ganz kurz, Thema Filme, die man gesehen haben muss. The Big Lebowski. Man sollte alles von den Coen Brothers gesehen haben. Fertig. Ja, bis auf Lady Killers, aber jeder Regisseur darf sich mal einen schlechten Film erlauben. Ja. Aber Big Lebowski, kriegen glaube ich jeden Satz auswendig mit. Wenn mich jemand nach einem Film. Kili, hol die Milch und den Wodka und den Kalur. Sahne, bitteschön. Sahne, keine Milch. Milch ist für warme Menschen. Ja. Und ein wenig Kakaopulver und 3 Kaffeebohnen. Ja, super. Das nächste Mal nehmen wir es bei dir auf und du versorgst uns mit White Russians. Oh ja, hab ich Bock drauf. Ja, nächste Woche. Review. Ich fahre nächste Woche in Urlaub. Scheiße, stimmt, da war es. Wie gesagt, wenn du hast gesagt, du fährst nach Schweden. Es gibt nur es gibt zwei Sätze, die du merken musst. Du Arnfitter.
Du hast Bock zu ficken? Nein, du bist eine Fotze. Das ist das, die schlimmste Beleidigung, die es im Schwedischen gibt. Jag vill knulla dig. Also das wäre in dem Fall, ich möchte dich bumsen. Okay, dann gibt es noch Jag älskar dig, das heißt, ich liebe dich. Und dann, natürlich... Jag vill döda dig, das heißt, ich will dich umbringen. Jag vill döda dig. Oder noch besser, du musst bitte einen Gefallen für mich tun, einfach weil ich selber irgendwann machen möchte. Du musst in Stockholm da zum Palast gehen und zu einer der Palastwachen sagen, Jag vill döda dig kungen. Du willst den König töten. Nein, ich möchte deinen König töten. Und der Satz danach? Und, scheiße, jetzt fällt mir... Ich Jawohl, Knöller, drück mal weg. Jawohl, und Jawohl, Knöller, der Drittmeringer. Ich möchte die Königin bumsen. Ich möchte deinen König töten und deine Königin bumsen. Mach das bitte bei der Palastwache. Ich mache mich aber schon tierisch beliebt. Ja. Ja, das hört sich so nett an. Ja. Ja, also, oder du musst einfach... Oder ja, Elske... Alemanne oder Germanne oder wie, was auch immer Deutsch auf Schwedisch heißt. Ja, jedenfalls, damit bist du jetzt erstmal gewappnet. Da weißt du ja, was ihr in Schweden zu tun habt. Für alle Standardsituationen gewappnet in der Landessprache. Scheiß drauf, wo ist das Hotel, wo ist das Krankenhaus? Nein. Jawohl, Knöller, ey. Also, Luke, Jawohl, Knöller heißt ein Bier, bitte. Na, un Öl. Nein. Öl ist einfach nur Schwedisch für Bier. Öl. Ich habe keine gute Erfahrung mit Schweden und Bier gemacht. Echt? Ja, das letzte Mal, als ich nach Schweden Bier angeboten habe, wurde ich als Nazi beschimpft. Weil du Bier gesagt hast oder weil du Öl gesagt hast? Nein, weil ich habe... Ich habe ihr ein Bier angeboten. Und dann mein... Das war auch... Ich weiß nicht mehr. Das war, glaube ich, nicht Stockholm. Das war irgendwo in Schweden. Und dann meinte sie so, ja, also auf Englisch haben wir uns die ganze Zeit unterhalten. Sie, ja, und jetzt meinst du machst mir ja alles gut, weil ich bin ja Jüdin und ihr habt ja meine Eltern, meine Großeltern umgebracht und du denkst, du kannst das jetzt mit dem Bier gut machen. Und ich gedacht habe, glaub mir, Luke, die wollte mich einfach nur loswerden. Das hatte mir, ich glaube, es war nichts irgendwie was. Ja, und dann habe ich mir gedacht, wenn du das Bier nicht haben willst, kannst du doch einfach Nein sagen. Also, es ist nichts daran schlimm zu sagen, nein, danke, ich hatte schon genug Bier, oder ich will kein Bier mehr, oder ich hab keinen Bock auf dich. Aber gleich sowas ist vielleicht ein bisschen overdone. Was hast du auch dabei gedacht, Luke? Hm? Ihre Eltern umzubringen, oder ja, Großeltern? Genau. Ich hab mir gesagt, wie war's, du ja, Knölle, König sein. Ja, Quill Knöller Day. Ja, schön alles in Google Translator reinknallen. Nur Scheiße raus. Also, merke, niemals Schwedinnen zu einem Bier einladen, wenn sie wissen, dass du aus Deutschland bist. Oder du hast einfach die falsche Schwedin erwischt, irgendwie wahrscheinlich. Ja, das war schon irgendwie ein bisschen komisch. Ja, damit kommen wir jetzt zur Best Person in the World. Weil sich jetzt einfach nichts anderes gefunden hat die Woche oder ich zu faul zum Recherchieren war, nehme ich jemanden, über den ich generell nicht genug reden kann. Wirklich eine Person, auf die jeder da stolz sein kann. Weil das ist, glaube ich, das, was... Der Typ ist das, was einem Wolverine am nächsten kommt in der Realität. I'm Chuck Norris. Oder I'm Chuck Norris. Ja, der Chuck Norris gibt es ja echt, aber sagen wir mal ein Wolverine. Und zwar, der Typ heißt Jack Churchill, nicht verwandt und nicht verschwägert mit dem damaligen Premierminister Winston Churchill. Der Mann war das, ja, man, es gibt kein besseres Wort, es gibt kein Wort dafür im Deutschen, der Mann war einfach nur Badass. Und zwar, Jack Churchill hat im Zweiten Weltkrieg mitgekämpft, hat auch alles überlebt natürlich, weil er ist Jack Churchill. Und er war nur mit Pfeil und Bogen und einem Breitschwert bewaffnet. Auf die Frage von einem seiner Offiziere, warum er kein Gewehr trägt, antwortete er nur, "Any officer who goes into action without a sword is improperly armed." Also sprich... sprich, jeder Mann oder jeder Offizier, der nicht mit einem Schwert ins Feld zieht, ist ungeeignet, bewaffnet.
Wurde er wenigstens umgebracht? Nein, nein, nein. Schade. Das beste Zitat war, nachdem die USA die Atombombe geworfen haben, nachdem die USA in den Krieg eingestiegen sind, oder nach dem Krieg war, hätten die verdammten Yankees nicht eingegriffen, hätten wir den Krieg problemlos noch 10 Jahre weiterführen können. Der ist einfach daran aufgegangen, kann man so sagen. Und wenn ihr, ich sag mal so, wenn man Bilder von dem Mann googelt, der Mann sieht aus, als ob er Lemmy Kilmister eigentlich der Großvater oder Vater war. Lemmy Kilmister natürlich am 24.12.1945 geboren, deswegen ist es nicht auszuschließen. Vielleicht war Jack Churchill irgendwann in der Zeit in Wales. Jack Churchill hat es auch mal geschafft. Er hat es auch mal geschafft, wirklich 42 Leute der SS oder SS-Offizier, kann man nicht sagen, oder SS-Soldaten gefangen zu nehmen. Und zwar, er ist einfach nur zu jedem hingegangen, hat ihm das Schwert unter die Nase gehalten und er hat gesagt, und im Nachhinein, als man dazu gefragt hat, hat er gesagt, ja, wenn einem Deutschen das Schwert unter die Nase hält, setzt sofort seinen Instinkt ein und sagt, jawohl, was darf ich für Sie tun, mein Offizier? Und hat jeweils sich den gepackt, Schwert unter den Hals und hat ihn als Schild verwendet und hat so einfach auf die Art und Weise über einen Abend hin 42 SS-Soldaten eingenommen. Und das ist so, als ob man bei WoW einfach Monster farmen würde. Ja, so ungefähr. Nee, also der Mann ist wirklich das Nächste, was einem, oder ist wirklich die Real-Life-Version von einem Master Chief oder von, also, oder von einem Computerspiele-Charakter. Ganz ehrlich, das ist ein Kickstarter wert. Also, Leute, einen Kickstarter, wir wollen ein Videospiel, in dem man Jack Churchill spielt. Nein. Und man muss dafür nichts erfinden. Man braucht auch eine ganz einfache Engine. Das ist alles Real Life sozusagen. Der Typ ist nur aufgepumpt bis zum geht nicht mehr. Bester Kickstarter, den ich gesehen habe diese Woche, war jemand, der hat ein Kickstarter-Projekt für Kartoffelsalat gemacht, ne? Ich habe was viel geiles. Das Ziel waren $10 und irgendwie jetzt ist er bei 30.000 oder so. Ich habe von einem viel geileren Kickstarter gemacht. Lass den doch mal ausreden, Tim. Sorry. Dann war halt einfach die Idee, dass irgendwie bei $10 wollte er halt haben, um sich einen Kartoffelsalat zu machen. Dann kam er immer bei 40, $50 und dann, ich mache mir 3 verschiedene Kartoffelsalate und fahre mal bei $300 und hey, ich rufe hier so einen fetten Chefkoch an. Irgendwie um ein richtig geiles Rezept für Kartoffelsalat zu kriegen. Und am Ende ist er jetzt irgendwie bei $30.000 und will irgendwie eine Halle anmieten und alle Leute zum kostenlosen Kartoffelsalat das ist sehr geil. Und dann denke ich mir gleichzeitig, es gibt Leute, die halt in den USA über Kickstarter die Beerdigung ihrer Eltern finanzieren. Das hat beispielsweise unsere Cousine in den USA so gemacht. Das hat. Die hat dann auch noch mal eine Bekannte von ihr. Das ist Kickstarter ist mittlerweile so traurig, wie es ist, eine Möglichkeit, die Beisetzung von Verwandten zu finanzieren. Weil die Leute sind mittlerweile sowas von verarmt dort. Oder ist es halt einfach... Ja. Verschuldet. Ja, na, nicht nur das. Ich bin der Meinung, man sollte eigentlich alle Leute so bestatten, wie bei The Big Lebowski. Wo war gerade beim Beisetzung... Classic, Alter. Haben Sie einen Ross in der Die Jungs von... Was? Was war das? Platoon 32? Nee, aber da, wo wir gerade beim Thema Beisetzung sind, ich habe die Woche mal wieder was über einen meiner großen Helden, Hunter S. Thompson, gelesen, vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Das ist der Protagonist von Fear and Loathing in Las Vegas, einer der größten Journalisten, die je gelebt haben. Und Vorlage für unser Lieblingscomic Transmetropolitan. Ja, und wir haben auch jetzt 9 Filme über ihn gemacht. Rum Diaries? Rum Diaries. Ist okay. So geil. Wirklich? Ja, hast du ihn gesehen? Ja. Voll geil. Buch dazu gelesen? Nee. Alter, die haben nicht mal die Hälfte von dem umgesetzt, was passiert ist. Jedenfalls, ich habe heute mal gelesen, wie er beigesetzt wurde. Das ist der Hammer. Er hat in seinem letzten Willen geschrieben, er möchte, dass seine Asche mit einer Kanone verfeuert wird. Das ist auch passiert, während gleichzeitig die Air Force schön Paraden geflogen hat mit Rot, Weiß, Blau und Grün Farben. Und im Hintergrund lief die ganze Zeit The Spirit in the Sky. Und ich stelle mir das so geil vor, da läuft der Song und dann wird die Kanone abgefeuert. Das ist die stilvollste Beerdigung, wie ich sie mir vorstellen konnte. Oder das erinnert mich an die eine Folge von Malcolm mittendrin, wo sie auf dem Burning Man waren. Wo sie auch die Asche von dem einen Typen mit so einer Wasserspritzpistole verschossen haben. Ganz echt, das hat auch... Na, aber ganz...
Ja, die Folge war auch legendär. Ja, ja. Es darf nicht enden! Nein! Und das Geilste eigentlich an der ganzen Burning Man-Folge ist, wie Hal einfach so spießig ist, wie er ist mit dem Campervan und alle denken, es wäre eine Art-Performance. Ja, 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 genau. Das ist unser Serientipp. Schaut euch bitte die Burning Man-Folge von Malcolm mittendrin an. Ihr habt sie sicherlich alle mal gesehen. Nichtsdestotrotz kann man immer wieder. Die ganze Folge, also die ganze Serie. Ja, die ganze, oder die ganze Show halt. Ja, womit wir eigentlich beim Thema Jack Churchill Computerspiel, wo wir gerade waren. Oh nee, ich wollte ja noch von einem anderen Kickstarter erzählen. Es hat ein Typ einen Kickstarter reingestellt, er möchte Geld dafür, dass er Half-Life 3 macht. Das ist schon hart an der Grenze, wieder. Das Geilste war, das Ziel waren $2,600. Was hat er? 2006, nee, das hat glaube ich irgendwie $30 bekommen oder so. Es wurde auch schon rausgenommen von Kickstarter. Warte mal, wir reden von Half-Life. Also in einer großen IP. Komm, wer nicht weiß, was Half-Life ist. Ja, zumindest wer diesen Podcast hört und ich weiß, was Half-Life ist. Sprich, unsere Eltern, die das auch. Ich muss aber ehrlich zugeben, dass ich Half-Life 2 nie gespielt habe. Ich auch nie. Ich habe nicht mal Half-Life 1 gezockt. Ich weiß, wer Half-Life 2 gespielt hat. Kili? Ach, egal. Okay. Die Story wäre wieder zu lang und wir sind eh schon über der Zeit, oder? Wir haben kein Limit. Nein, ich wärme die Geschichte jetzt nicht auf. Nee, es ist okay. Nächste Woche vielleicht. Jedenfalls, dazu kam auch noch, er hat 5 Entwickler und die werden das Ganze in 10 Monaten rausbringen. Sie brauchen, das wird kein Problem mit dem Copyright geben, weil sie schreiben einfach Half-Life anders. Schreiben es nicht mit einem Bindestrich dazwischen, wie es Valve macht, sondern mit einem Minus dazwischen. Oh Gott! Das ist so großartig. Na, jedenfalls, genau, das war es eigentlich dazu. Und wo wir beim Thema Videospiele sind, kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik. Kilis eigener, was hat Kili letzte Woche gezockt? Jo, League of Legends? Nein. Das auch, aber ich habe Borderlands 2 ausprobiert. Das da gibt ist Applaus. Auch drauf gekommen. Das gibt Applaus, weil dieses Spiel ist wirklich klasse. Ich habe jetzt mit dir habe ich gespielt. Luke, auch mit dir habe ich auch gespielt. Wir müssen das immer probieren. Wir müssen das nächste Mal muss ich hosten, das ist vielleicht die oder Verbindung. Oder wir müssten einfach mal. Ja, mach das mal. Oder wir müssten aber mal über ein Wochenende ein LAN-Netzwerk aufbauen. Einfach lokales. LAN-Party wäre eh mal angesagt. Ja, das ja. Problem ist ja so, in unserem fortgeschrittenen Alter findest du ja. Also es ist schwierig, so viele Leute über ein komplettes Wochenende. Ja, nee, wir haben alle mittlerweile Verpflichtungen und so. Scheiße, ich will wieder 16 sein und LAN-Partys. Ja, 16 sein nichts zu tun haben. LAN-Party und Mutti macht das Essen so. Ja. Mama, Chips und Cola! Was? Bitte! Ja, nee, erzähl weiter. Ja, wir sind immer noch bei Borderlands 2. Dieses geniale Spiel kann man allein spielen. Macht allerdings nicht halb so viel Laune, als wenn man das im Multiplayer spielt mit anderen Leuten zusammen. Beziehungsweise besser gesagt Koop. Im Koop. Das heißt, man spielt zusammen und ballert die Freaks um. Es gibt unheimlich viele Waffen. Ich glaube, 87 Billiarden wurde erwähnt. Das habe ich nicht ausgedacht, das ist ein Werbegag. Ja, und es sind trotzdem 87 Billiarden Waffen, die man haben kann. Wieso, weil wieso alle Waffen traust du den Mitarbeitern von Gearbox? 2K. Nee, Gearbox hat das. Ich bin der Schlauste, ich weiß, dass es von Gearbox ist. 2K hat es nur gepublished. Na also von 2K. Du hast mich voll auf ein Konzept gebracht. Borderlands 2, super Spiel, spielen. Ja. Umballern. Muss man dazu sagen, großartige Grafik ist sehr eigen von dem Cell-Shading komplett ausgenutzt. Also ich fand böser, die Grafik, dreckiger Comic-Stil. Ja, ich fand die Grafik am Anfang richtig scheiße, weil es einfach dieser Comic-Stil ist. Aber wenn man das mal ein bisschen zockt. Man muss sich mal ein bisschen reingewöhnen. Wenn man das mal ein Stündchen gezockt hat, dann. Ja. Oh, so schlecht ist das gar nicht, hey. Also. Ja. Das kommt viel geiler, wenn man den Kopf schießt. Also, das ist echt. Ja, das ist, wenn diese ganz fetten Typen.
Wenn du denen irgendwie drei oder viermal den Kopf wegschießt, dann fliegt er ab und dann werden sie noch böser. Und dann irgendwann kommt so ein ganz kleiner Kopf, also einen langen Stiel da oben raus, und dann werden die drehen die vollkommen mal. Ja, also nichts für Kinder. Genauso wie dieser Podcast. Doch, ihr müsst euren Penis selber finden. Wir können euch nicht. Nee, und was ich am allergeilsten. Falls ihr Mädchen seid, sucht gründlich. Vor allem bei Luke. Sorry. Fick dich. Da stehst du doch drüber. Nee, was ich besonders cool an dem Spiel finde, im Gegensatz zu sämtlichen anderen Ego-Shootern, ist, es hat irgendwie eher was von einem RPG. Also, oder halt von einem Roleplay-Game, von einem Fantasy-Game, weil du hast die verschiedenen Waffen mit verschiedenen Elementen und so weiter, mit Ausrüstung zusammensetzen, und das hast du nicht wirklich in den meisten anderen Ballerspielen irgendwie. Ja, ist geil, ne? Ja, also das, ja, ist, also das ist irgendwie so das, was Borderlands... Andererseits könnte ich ja auch stundenlang über Battlefield 4 philosophieren und welche Waffen mit welchen Aufsätzen auf welchen Karten wann Sinn machen. Ja, aber die Leute wollen unterhalten werden. Ja, aber es, es ist auch cool, wie du halt bei Borderlands im Level steigst und ja, einen Skillbaum hast. Und so weiter. Was also du einfach. Vor allem, ja. Was ich geil finde, dass du den Skillbaum komplett zurücksetzen und neu aufteilen kannst. Ja, ja das kannst du jederzeit machen. Das Einzige, wie du lustig bist. Das Einzige, was ich an dem Spiel nicht so mag, ist das massenweise, die In-Game-Purchases, die du dabei hast, halt an der Stelle oder In-Game-Käufe sozusagen Lego. Dazu. Teilweise bei den Klamotten, teilweise massenweise DLCs. Gearbox hat gesagt, die bringen jetzt in den nächsten 5 Jahren kein neues Borderlands raus, sondern hauen einfach nur eine DLC nach der anderen raus. Und ich bin generell nicht so ein Fan von DLCs. Deswegen, ich mag das. Ich will lieber für 50 Euro oder am besten für 5 Euro ein Spiel kaufen. 5 Euro. Ich will ein komplettes Spiel haben, nichts dazu, es soll in sich fertig sein. Aber vielleicht liegt es einfach daran, dass ich in den 90ern groß geworden bin. Und ja, okay, also okay, die Sache ist die. Es gab doch auch in den 90ern schon Add-ons immer. Ja, aber das ein war noch. Ein Add-on ist was ganz was anderes als ein DLC. Ich weiß, es war nichts anderes, aber es war nicht die Regel. Es kam bei 3, 4, 5 Spielen pro Jahr, bei großen Spielen mal ein Add-on raus, ja. Ja. Aber es ist nicht so wie heute, wo du bei jedem Spiel eine DLC für 15 Euro oder sowas hast, die du nicht brauchst. Andererseits, also ja, das kommt drauf an, bei welchem Spiel, aber. Also wenn man jetzt mal bei meinem Favorite bleibt, Battlefield, da habe ich dann halt auch gleich gesagt, so, na, dann kaufe ich mir Premium dazu und ich weiß, wie viele DLCs rauskommen. Willst du nochmal von deiner Lieblings-DLC von Titanfall erzählen? Also Titanfall habe ich ja riesen Erwartungen reingesteckt, ne? Voll geil, angekündigt, und es hat auch Spaß gemacht, es hat richtig Spaß gemacht, dieses Spiel. So ungefähr 4 Tage lang. So, und dann war es halt irgendwie ausgelutscht. Und jetzt kam sie raus mit dem DLC und ich habe mir gedacht, naja, kannst du ja mal anschauen, DLC. Ich habe es mir nicht gekauft, aber erstmal warten, was sie mit dem DLC kommen. Und was hatten sie? 3 Karten. 3 Karten und keine neuen Waffen und nichts. Und wie viel kostet die DLC? Ich glaube 15, 20 Euro irgendwie so. Für 3 fucking Karten. So, und ich meine, es sind coole Karten, aber das verändert das Spiel nicht. So. Also ich fand schon von vornherein mal es halt einfach zu wenig Waffen und zu wenig Perks so. Ja. Also aber klar, es gab die Burn-Cards, die haben immer noch was reingebracht, aber... Ja, also ich sag's mal so... Die hätten viel mehr reißen können. Ja, also ich sehe das so, dass als das Spiel rausgekommen ist, haben es alle Titan voll gespielt. Ja, totale Burner, aber das hat einen Monat angehalten. Und ich kenne niemanden mehr, der es überhaupt noch spielt. Also muss ich sagen, es hat keine Langlebigkeit. Viel schlimmer wird aber Battlefield 5 werden. Du meinst Battlefield Hardline oder Battlefield 5? Battlefield Hardline. Ich habe ja jetzt in der Beta mitgespielt. Ich auch. Stimmt, wir haben ja zusammen gespielt. Weil das war echt scheiße. Ja. Also haben wir so über. Das war einfach nur Battlefield 4 mit anderen Karten und in meinem Spielmodus. Und die wollen ja, dafür. Andere Waffen, aber. Und die wollen den kompletten Preis dafür. Ich fand. Nee, also. Schon was Neues, aber. Ich fand das Feeling ist einfach nicht aufgekommen. Es ist, ja, es hat sich, ja. Nee, oder? Also ich meine, so Battlefield 3 und 4... Kili, lebst du noch? Unglaublich geil, aber Battlefield Hardline so... Kili ist tot. Hat mir kein Feeling gegeben, so. Ja. Hat mir nicht so... Von 3 auf 4 war immer noch der Sprung, wo ich gesagt habe, boah, das ist jetzt schon ein ganzes Stückchen geiler. Und geiler... Ja, okay, hören wir mal auf mit den Fehlern, die Battlefield 4 hatte, als es rausgekommen ist. Du merkst, du redest dich gerade so ein bisschen in Rage und niemand hört mehr zu. Ja, tut mir leid, schneid's raus. Ja, so. Ja, alles gut. Das soll ja authentisch bleiben. Wo wir noch gerade bei DLCs sind. Ja, nee, was ich mal, also es gibt so... Was du gibt, schon wieder sagen wolltest, meinst du? Ja, ja. Nein, also, was ich jetzt trotzdem sagen wollte zu DLCs. Ja. Bevor du mich unterbrochen hast. Bitte.
Ich finde die Sache nicht schlecht. DLCs kann man sich doch immer kaufen. Wenn man spielt ein Spiel durch. Wenn man sagt, ja, geiles Spiel, reicht mir nicht. Ich will noch mehr davon. Dann kann ich mir ein DLC kaufen. Davor würde ich mir keins holen. Ja, nee, aber das ist eine ganz andere Sache als ein Add-on. Ein DLC ist kein Add-on. Es ist weniger. Ein Add-on ist auch weitaus teurer als ein DLC. Nee, ich sag's mal so. Ich weiß nicht, was daran verwerflich ist. Es kostet ein bisschen Geld. Und lass mich bitte mal ausreden, T. es kostet ein bisschen Geld. Dafür kriegst du auch neue Karten, neue Waffen, was auch immer. Außer bei Titanfall. Ja, außer bei Titanfall. Nein, da kriegst du neue Karten. Ja, also aber nicht keine neuen Karten. Aber nichts anderes. Ja. Ja, also in diesen DLCs kriegst du Verbesserungen. Ich habe zum Beispiel bei Skyrim geholt. Ich habe Skyrim durchgespielt. Geiles Spiel. Ich will mehr. Kauf mein DLC. Hat Laune gemacht. Aber das war ein Spiel-Extended. DLC fand ich ein bisschen zu kurz. Ja, es hat aber auch geile Modi dabei. Ja gut, das stimmt allerdings. Man kriegt aber nicht immer das, was man erwartet. Sache ist die, es ist okay. Ich meine, ich habe da jetzt kein großes Problem mit. Es gab neue Waffen, die Armbrust, geiles Ding, den Bogen, wo der Pfeil explodiert. Ja, okay, ich bin da kein Fernkampf. Das sind schon geile Sachen bei Skyrim, was da mit dazu kam. Vampirgestalt ist auch super. Macht mir jetzt nicht so viel Laune wie der Werwolf. Aber, what the fuck? Also, ich muss das ganze DLC nochmal auf Vampir-Seite durchspielen. Also, ja, du kannst dich auch auf der anderen Seite als Vampir verwandeln lassen. Das Dragonfall DLC ist um einiges besser. Ja? Ja, also da hast du irgendwie eine komplett neue Karte dazu gekriegt. Du kriegst eine komplett neue Insel dazu. Das Morrowind, was es davor auch schon gab. Ja, die ganze Morrowind-Insel ist da noch dabei. Echt? Ja. Aber ich, was in Teilen davor ist. Du kriegst wirklich eine neue Karte dazu. Also das Dawnguard ist jetzt nicht so mächtig wie das Dragon. Ja, ja. Das war ja nicht so geht. Nee. Ja, nur jemand, der gerade so seinen Schlaganfall hat. Ich kann's nicht ausschalten. Nee, wir sind gerade mal bei einer Stunde. Wir sind noch weniger unter Stunde Viertel. Stunde 15 sind wir. Erst? Ja, gut. Aber also mit dir zu reden, das fühlt sich um einiges länger an. Ich weiß. Ist jetzt nicht positiv gemeint. Mit dir. Aber da du ja jetzt auf YouTube gehen willst, nächste Runde, muss man jetzt kurz nebenbei, habe ich auf dem Weg hierher gesehen, eine Kneipe Open Air, eine, stell dir die Diskussion, die wir gerade führen, vor, aber so wie komplett mit Stumm, auf Zeichensprache. Das war schon lustig aus. Fünf Leute gleichzeitig am Tisch sitzen. Du bist so gut in Zeichensprache, dass du... Das sieht jetzt keiner, aber... Ja, deswegen sind wir sind kein visuelles Medium. Nee, vielleicht packen wir irgendwann mal ein paar GoPro-Cameras rein und machen das so irgendwie. Weil wir, das ist ja halt ein extremes Umfeld. Nee, Also ja schon das. Aber mal kurz, mein Stand zu DLCs ist... Ich bin nicht per se gegen DLCs. Ich finde es eigentlich eine ganz gute Sache, wenn, wie du gesagt hast, wenn du ein bisschen mehr von dem Spiel willst, wenn der Entwickler das noch nicht reinbringen konnte, ist alles gut. Was mich aber an DLCs stört, ist halt, dass aktuell die Produktstrategie von den meisten Spieleentwicklern so krass auf weiteres Geld von DLCs ausgerichtet ist. Und das ist das, was mich stört. In den Anfangstagen, Rockstar waren die ersten, die das gemacht hatten mit DLCs in Richtung, mit GTA 4 war es so das erste, wo es richtig etabliert war. Da hat es halt, da hat es halt auch wirklich Sinn gemacht teilweise. Es macht halt, weil wenn es Sinn macht, dann bin ich voll für ein DLC. Ich habe GTA 4 immer noch nicht durchgespielt. Solltest du mal. Du musst mal öfter Bowling gehen mit. Ich sag's mal, mein Problem ist halt wirklich, die meisten Firmen sind halt so in der Richtung, ja, wir bringen das Spiel raus, verdanken 60 Euro, das Spiel ist noch nicht mal komplett fertig. Es ist das beste Betafield. Denn ja. Das beste Beispiel ist dafür Batman Arkham Origins. An für sich von der Story her, vom Feeling, von der Atmosphäre, ganz cooles Spiel soweit. Es ist nur so, das Spiel ist verbuggt bis zum geht nicht mehr. Was hat Warner Brothers Montreal jetzt gesagt? Okay, wir werden die Bugs niemals fixen. Wir bringen nur noch DLCs zu dem Spiel raus. Von wegen, wir haben eure Kohle schon und wir wollen jetzt noch mehr dazu haben. Und das haben sie gesagt. Ja, also nicht genau in dem Wortlaut, aber wirklich so, wir machen keine Fixes mehr zu dem Spiel. Wir konzentrieren uns auf DLC. Und das ist halt traurigerweise, ist es halt, weil alle so, okay, das ist jetzt so eins, wir können ja, ne? Da ist man als, die Konsumenten sind halt zu sehr, ja, wenn die Leute aufhören würden, DLCs zu kaufen,
dann würden die Spiele wieder ein bisschen runder, ein bisschen kompletter werden an der Form. Und das ist halt so das, was mich aufregt. Die meisten DLCs sind nicht dabei nötig sind, sondern weil es eine Produktstrategie ist von den Entwicklern, von den Publishern, bevor das Spiel überhaupt rausgekommen ist. Und das ist das, was mich an DLCs nervt. Ja, zum Beispiel ein, was ich zum Beispiel bei Blizzard richtig geil finde, da gibt es keine DLCs, die bringen die Patches einfach so raus. Ja, ja. Das ist zum Beispiel wirklich Blizzard richtig geil. Ja, aber ein Patch geil. Ist auch was anderes als ein DLC. Ja. Nein, das geht schon nicht. Nee, du kriegst bei Blizzard, du kriegst immer den neuesten Stand von deinen Spielen, wird immer überprüft, dass alles ist und die werden kontinuierlich verbessert. Es gibt immer wieder Veränderungen, die mit eingefügt werden, auch wenn das Produkt eigentlich schon ausgelaufen ist. Zum Beispiel für Diablo 3 gab es ewig lang immer wieder Verbesserungen. Ja, obwohl Diablo 3 kam doch jetzt erst vor ein paar Monaten, dass sie in diesem Fall alle deinen In-Game-Shop endlich abgeschafft haben. Achso, du meinst das Aktionshaus? Ja, ja, gut. Da hat Blizzard aber auch kein Geld mit verdient. Ja, aber trotzdem war es scheiße, weil es halt einfach die Art und Weise, wie du Gegenstände gefunden hast, beeinflusst hat. Und das haben sie jetzt geändert und jetzt. Also ich habe sie seitdem nicht mehr gespielt. Nein, das. Weil ich also ich so einen scheiß Endgegner festhänge. Ich kann dir dabei mal helfen. Ja, aber ich sag's mal so, die einzigen oder einer der wenigen DLCs im letzten Jahr, die ich wirklich großartig fand, die ein Paradebeispiel dafür sind, wie eine DLC richtig gemacht sein sollte, wie eine DLC Sinn macht, sind zumindest nicht die erste, aber die beiden, die zweite und die dritte DLC von Bioshock Infinite. Burial at Sea. Habt ihr beide Kilian hat es geholt, hast du es gezockt? Nein, es ist mir. Also ich muss ja sagen, Bioshock ist komplett an mir vorbeigegangen. Also Infinite solltest du mal zocken auf jeden Fall. Ja. Und wenn du Infinite gezockt hast, dann hast du Lust aufs Einser. Bioshock 1 habe ich tatsächlich noch bei mir zu Hause rumzuliegen. Mach das mal, das ist aber. Ich glaube, man kann es gar nicht mehr installieren. Weil endlich Games for Windows Live abgeschafft worden ist. Holst du ja auf Steam, sind 10 Euro. Das Einzige, was noch beschissener ist als Games for Windows Live, ist EA? Nein. Generell EA. Ist die Plattform von Ubisoft. Uplay, ich hasse Uplay. Lass uns sicherst über Uplay reden. Ich habe mir Watch Dogs am Release-Tag geholt. Uplay ist der größte Scheiß, den es gibt, Alter. Aber es gibt eine Sache. Ich kann keine Uplay-Spiele mehr spielen. Es gibt du hast mir die Story erzählt wegen deinem E-Mail-Account. Es gibt eine Sache, die ich. Du scheiß Tippfehler! Es gibt eine Sache, die ich an Uplay richtig mag. Und die auch Steam nicht drin hat, etc. Und die, da habe ich mit Kili auch letztens drüber gesprochen. Wenn du bei Uplay bestimmte Achievements hast, bekommst du dafür Reward Points, mit denen du Sachen freischalten kannst. Die sind aber nicht an das Spiel gebunden. Sprich, du machst Reward Points bei, sagen wir mal, Assassin's Creed, hast da deine 40 über, kannst dir schon für beispielsweise Valiant Hearts oder Watch Dogs oder sowas Achievements kaufen, bevor du mit dem Spiel loslegst. Und das macht wirklich Laune. Das ist eine schöne Sache. Du kannst dir Achievements kaufen? Du kannst dir Verbesserungen kaufen im Spiel. Durch Achievements. Ich hatte noch von Assassin's Creed Black Flag, hatte ich noch so meine 40 Punkte über. Watch Dogs installiert. Hey, ich kann mir für diese 40 Punkte goldene Knarren kaufen. Sowas finde ich ganz lustig, weil das halt spielübergreifend ist und da hast du so ein Gefühl. Aber da bekommst das hat Originals auch angefangen zu machen mit diesen Origin-Punkten, die man sammeln kann. Wofür es im Moment noch keine Verwendung gibt, aber. Ja. Das wird sicherlich noch kommen. Ja, also früher hat man das Ganze. Das Origin. Fragwürdig. Es ist von EA! Aber Steam ist immer noch das Beste. Ja, also. Wir alle lieben Steam. Praise our Lord and Savior, Gabe Newell. Das ist so. Und was das war, ein Steam-Sale, Alter. Und du hast verpennt? Nein! Ich habe mir so viel Zeug gekauft. Okay, wie voll ist deine Library? Da hatten wir schon. Ja, wie voll? Es gibt keinen Völlegrad, oder? Nein, wie viel sind drin in deiner Library? Alter, es ist eigentlich noch moderat. Ich glaube, ich bin bei 40 Spielen. Ich bin bei 32 Spielen und einem Programm. Ja. Also, da bin ja ich noch harmlos, also. Ja. Nee, Ja, Gott! Nee, aber, also. Ja, ist schon ganz geil. Nee, aber ja. Jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, Bioshock
Ja, das sind ja nur meine Steam-Spiele. Ja. Jetzt habe ich noch meine Spiele im Origin und ja, nee, die, aber die keine Plattform haben. Bioshock, das erste sollte jeder gespielt haben. Also das ist. Also das guck, erste, jetzt habe ich ungefähr 50 Spiele installiert. Okay. Bioshock ist. Bioshock ist wirklich ein Spiel, das jeder gespielt haben sollte. Ich werde nicht mehr dazu sagen, das Setting ist toll, die Spielmechanik ist toll und die ganze Story, das ist wirklich so ein Spiel, das mit deinem, das fickt wirklich mit deinem Geist. Bioshock ist bestimmt geil, aber wenn du wirklich ein Spiel damit haben willst, was jeder, wirklich jeder, der sich als Super Mario Gamer, jeder, der sich als Gamer bezeichnet, mal gespielt haben muss, The Stanley Parable. Gehört von, ja. Das mit dem, wo du so diesen alten Rechner als Bild hast, sozusagen, oder? Nee. Also ich habe davon gehört. Also, Spiel, ganz ehrlich, Steam kostet nicht viel. Kauf dir das. Also, das Problem ist, du kannst nichts über das Spiel erzählen, ohne zu erzählen, was das Spiel ist. Und ohne was zu verraten. Man muss das spielen, weil das ist ein Spiel, das sich auf dich einlässt. Und du musst dich auf das Spiel einlassen. Kostet 11,99 € bei Steam, werde ich mir vielleicht sogar gleich holen. Mach das. Also das ist, du spielst nicht ewig, du spielst vielleicht, wenn es hochkommt, 3-4 Stunden. Ist das ein Horrorspiel oder? Nein. Okay. Ja, so das ist ein Spiel, das damit spielt, wie du spielst. Yo Dog! Ja, nein, wirklich. Deswegen will ich auch gar nichts weiter darüber erzählen, du musst es spielen. Alles klar. Aber wenn du einmal dabei bist, dann wirst du wirst dich einfach so abfeiern, wie dieses Spiel damit spielt, wie du denkst und wie du spielst. Das klingt verrückt, aber du musst es halt einfach spielen. Ja, so. Ich werde mich einfach drauf einlassen. Ich sag dir nur eins. Wenn du dazu kommst, ich habe einen Screenshot von diesem Farm gemacht. Was? Von dem Fahren im Büro. Okay. Wenn du zu der Stelle kommst, wirst du genau wissen, warum. Alles klar. Aber weißt du, was ich sage? Bioshock ist ein Spiel, das nicht Gamer gespielt haben sollten, sondern jeder. Das erste Bioshock ist der Beweis dafür, dass Computerspiele nicht nur Computerspiele sind, sondern auch Kunst gleichzeitig. Und es geht mit Bioshock Infinite genauso weiter. Den zweiten Teil kann man überspringen. Er hat mich nicht umgehauen, ich habe nach 2 Stunden aufgehört zu spielen und nie wieder. Alles ist sofort gesagt. Was? Would you kindly? Genau. Also, aber du weißt nicht, was das genau bedeutet, oder? Ja. Muss ich auch noch sagen? Ich habe ein Let's Play geschaut, aber nicht vollständig. Also, ich habe jetzt. Okay. Also, ich habe jetzt das erste Bioshock auch 1 Stunde gespielt. Ich fand es langweilig und habe auch. Ja, vielleicht, weil es ein paar Jahre alt ist. Aber du solltest wirklich dranbleiben. Naja, es ist ziemlich langweilig. Nee, wegen der Story solltest du dranbleiben. Also, es ist. Trotzdem ziemlich langweilig, ja. Gut. Nee, also, aber dann so viel dazu. Sollen wir auf Luke warten, während er pissen ist, bevor wir die Sendung beenden, oder? Nein, wir machen jetzt das Schlusswort. Während Luke pissen ist, verabschieden wir uns von den Leuten, die wahrscheinlich schon längst eingeschlafen sind oder an ihrem Schlaganfall. Gut, dann würde ich noch einen kleinen Aufruf an die Hörer machen. Wenn ihr wollt, dass C etwas weniger labert und alle unterbricht, dann schreibt es auch in die Kommentare. Und ich werde darauf mit Fick dich antworten. Und wir werden das dann nächste Woche wahrscheinlich einführen. Und du bist ja nur frustriert. Dann wünsche ich euch, bis zu der Stelle wird keiner dran geblieben sein. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Abend, was auch immer ihr macht. Ciao. Auf Wiederhören. Tschüss.